Hallo liebe Kampfsportfreunde und willkommen bei Fighting Now. Wir haben einen Sieger in dem Supermittelgewichts World Boxing Super Series Turnier und der heißt Callum Smith. Gestern Abend boxten George Groves und Callum Smith um die Ali Trophy in Saudi-Arabien und nachdem Alexander Usyk im Cruisergewicht als erster Boxer die Ali Trophy holen konnte, gibt es nun auch einen Sieger im Supermittelgewicht und der heißt Callum Smith. Er ist nun der WBA Super Mittelgewichtsweltmeister, Ring Magazine Champion und WBC Diamond Belt Träger, wo man sich die letzteren beiden wegdenken kann, die haben nicht wirklich eine Bedeutung und sind auch nur zwei weitere unbedeutende Titel in dem ganzen WM-Titelsalat. Wir hatten ein tolles britisches Duell jetzt im Finale. Ich bin mir sicher, dass die englischen Boxfans den Kampf gerne irgendwo in England gehabt hätten. Leider ging das aus organisatorischen Gründen nicht, da der Kampf mehrfach verschoben werden musste. Aufgrund einer Schulterverletzung von Groves, die er sich während des Chris Eubank-Kampfes im Halbfinale zugezogen hatte. Leider war auch im Supermittelgewicht nur ein WM-Titel im Umlauf. Anders wie im Cruisergewicht, wo alle vier Titel ausgeboxt wurden. Aber wir hatten trotzdem ein paar interessante Kämpfe, ich sag mal auf europäischem oder britischem Niveau. Sollte wieder ein Turnier im Supermittelgewicht geplant sein, würde ich bevorzugen, dass die anderen Titelträger wie Benavides oder Ramirez mitmachen. Ansonsten sehe ich da nicht wirklich einen Sinn, das Ding wieder zu machen. Zum Kampf, es war definitiv ein guter Kampf. Ich bin mir nicht sicher, ob George Groves zu 100% nach seiner Verletzung wieder der Alte war, bin ich ganz ehrlich. Ich bin mir auch sicher, wenn er könnte, würde er nach der Operation eine längere Auszeit nehmen. Die World Boxing Super Series hatte natürlich eine Frist, bevor dann die zweite Staffel losgeht. Groves wollte auf jeden Fall dabei sein, seinen Titel verteidigen. Hut ab, wie auch immer, aber keine Ausreden. Callum Smith hat meinen vollen Respekt verdient. Er war der bessere Kämpfer im Ring, er hat wirklich gut die lange Distanz beherrscht und mein Gott sah im Vergleich zu Groves riesig aus. Mich würde mal wirklich interessieren, was er am Kampfabend wog. Mit seinen 1,91 ist er wirklich ein großer Supermittelgewichtler. Aber hey, wenn er es jedes Mal schafft, das Gewicht zu bringen, Respekt an ihn. George Groves hat bis zur siebten Runde zwar mitgeboxt, er konnte ein paar gute Treffer landen. Aber ich finde, der große Fehler, den Groves gemacht hat, ist, dass er mit Smith lang boxen wollte. Und das ging dann gestern Abend einfach in die Hose, gerade weil Smith mit seinem tollen Timing, mit seiner längeren Reichweite ihn einfach die meiste Zeit wunderbar abfing. Wie zum Beispiel in der dritten Runde, wo er Groves sogar schon das erste Mal ins Wackeln kam. Ich hätte mir ebenfalls von Groves gerade in den ersten 3-4 Runden mehr Körperarbeit gewünscht, um gerade seine Substanz rauszuziehen. Vor allem das Rückwärtsboxen als kleinerer Mann kommt in solchen Kämpfen einfach nicht gut. Als kleinerer Mann musst du den Kampf bringen. Zu Smith, mir hat sein Timing wirklich sehr gut gefallen. Einen vorzeitigen Sieg für Smith habe ich so jetzt nicht erwartet. Gegen Scotland und Holzkin zuvor sah er zwar gut aus, aber da hat sich jetzt nicht so seine Knockout-Power, sag ich mal, herauskristallisiert. Aber Respekt an Callum Smith, er hat sich in dem Turnier durchgesetzt. Ich bin gespannt, was er als nächstes tun wird. Natürlich möchte ich ihn gegen die anderen Titelträger kämpfen sehen. Benavides, Ramirez, Uskategi oder Caleb Plant wären geile Kämpfe. Mal sehen, was sich da in der Zukunft machen lässt. Wir haben jetzt die erste Staffel der World Boxing Super Series rum. Wie gesagt, ich finde solche Turniere ziemlich spannend, wenn die besten Kämpfer der jeweiligen Gewichtsklassen dann auch teilnehmen. Im Supermittelgewicht war das jetzt nicht der Fall. Dafür sind wir im Cruisergewicht voll auf unsere Kosten gekommen. Man muss natürlich auch sagen, wenn man sich jetzt gerade die zweite Staffel anschaut, es werden natürlich die nicht so stark besetzten Gewichtsklassen herausgepickt. Es ist natürlich auch einfach nicht so leicht. Viel Politik kommt dazu. Da sind verschiedene Promoter, verschiedene TV-Verträge und solche Sachen mit im Spiel. Deshalb ist es aktuell wahrscheinlich auch nicht möglich, solche populäreren Gewichtsklassen wie Welter, Mittel oder Schwergewicht durchzuführen. Aber ich hoffe, dass es sich in der Zukunft in die Richtung entwickelt, dass das Turnier einfach an mehr Stellenwert bekommt. Damit bin ich dann soweit durch. Schreibt natürlich wie immer eure Meinung in die Kommentare zum Kampf Smith gegen Groves. Auch eure Meinung allgemein zur World Boxing Super Series. Liked bitte das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und damit bis zum nächsten Mal.